Ja, blöd. Was mache ich jetzt? Muss ich jetzt in eine andere Schule? Ist das überhaupt möglich? Kann ich jetzt die Ausbildung vergessen, wenn es ganz blöd läuft? Ja, das war halt scheiß Situation für mich in dem Moment. Vergangenen Herbst ist Nancy Lausberg am Boden zerstört. Eigentlich will sie nur Altenpflegerin werden, findet Betrieb und Schule in Geislingen. Doch keine 2 Monate nach Ausbildungsbeginn kündigt die Schule den Kooperationsvertrag mit dem Pflegedienst. Sie sieht dort keine ausreichenden Voraussetzungen für eine Ausbildung. Nancy muss sich einen neuen Ausbildungsbetrieb suchen oder die Schule verlassen. Bis hierher haben wir im Oktober berichtet. Doch es kommt noch schlimmer. Trotz 6-monatiger Kündigungsfrist macht die Schule Druck. Sie kündigt an, dass Nancy nach den Weihnachtsferien nicht mehr kommen darf, wenn sie sich keine andere Einrichtung sucht. Das kommt für die 23-Jährige nicht in Frage. Ich möchte halt mit den Menschen was erleben. Ich möchte Zeit für die haben und nicht Fließbandarbeit. Und das habe ich halt hier gefunden und das möchte ich auch nicht mehr hergeben. Deshalb suchen Nancy und ihr Chef nach Alternativen und nehmen Kontakt zu einer privaten Pflegeschule in Göppingen auf. Die Schulleitung war sehr offen, ist mit uns alle Punkte durchgegangen und sie hat sich eigentlich totgelacht, weil sie das einfach komplett falsch sieht, beziehungsweise die Schule sieht es falsch. Für die Schule in Geislingen ist es ein großes Problem, dass es sich beim Ausbildungsbetrieb um einen Intensivpflegedienst handelt. Dadurch können aus ihrer Sicht einige Punkte im Ausbildungsplan nicht erfüllt werden. Die Schule in Göppingen dagegen sieht die Ausbildung in der Intensivpflege eher als Vorteil. Wo wir dann halt das Gespräch hatten, dann hieß es halt zu mir, ja, ich kann mich noch ein paar Tage, kann ich noch drüber schlafen. Und ja, ich habe mir aber in dem Moment gedacht, eigentlich habe ich jetzt nicht wirklich eine große Wahl. Und da die jetzt so nett und alles so zu mir waren, habe ich gesagt, komm, Vertrag her und ich bleib hier. Fertig. So wechselt Nancy zu Jahresbeginn an die Schule nach Göppingen. Dafür nimmt sie eine längere Anfahrt und höhere Fahrtkosten in Kauf. Außerdem muss sie einiges an Lernstoff nachholen. Für Bürzle ist die Sache damit aber keinesfalls erledigt. Er möchte weiter mit der Geislinger Schule kooperieren, um seine Auszubildenden direkt vor Ort zur Schule schicken zu können. Dafür hat er sich auch an das Regierungspräsidium gewandt. Wir haben ja jetzt auch mit dem letzten Dokument, was wir ans Regierungspräsidium geschickt haben, nochmal den kompletten Ausbildungsrahmenplan mitgeschickt. Mit Notizen, wie wir das umsetzen. Einfach nochmal, sagen wir, für die Bürokraten, die einfach nicht an der Basis arbeiten, dass die wissen, wo der Hase läuft. Seit knapp 2 Monaten wartet Bürzle vergeblich auf eine Antwort. In einer Stellungnahme, die uns vorliegt, geht das Regierungspräsidium ebenfalls nicht auf diese Nachbesserungen ein, sondern verweist auf die rechtmäßige Kündigung des Kooperationsvertrags. Ein schnelles Ende der Geschichte ist somit wohl nicht in Sicht.